Und ich begrüße jetzt in Berlin ganz herzlich Carsten Linnemann, Generalsekretär der CDU. Herr Linnemann, Nancy Faeser, die sagt, man sei auf einem guten, ja, sie hat gesagt, auf einem herausragenden Weg, jetzt endlich Bürokratie abzubauen und das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz mit Leben zu erfüllen. Das ist ja genau das, was Sie gefordert haben, immer Visaabwicklung, Besteller gehen, behördliche Bürokratie abbauen. Da müssen Sie doch sich freuen und Frau Faeser eigentlich gratulieren. Ja, guten Abend, Herr Rasem. Ich gratuliere gerne, wenn es denn soweit ist. Das sind ja alles Ankündigungen im Moment. Und wenn die Menschen jetzt im Fernsehen hören, die Politik will Bürokratie abschaffen, dann haben sie eher die Sorge, dass Bürokratie aufgebaut wird. Deswegen muss man, finde ich, immer vorsichtig sein, gerade als Politiker. Aber klar, ich wünsche ihr viel Erfolg. Das ist eines der ganz großen Probleme, dass die Visaverfahren zu lange dauern, dass wir zu viele Behörden haben, die in der Abwicklung mitreden. Das muss gebündelt werden. Wir haben eine digitale Agentur vorgeschlagen als CDU-CSU-Fraktion. Und wenn wir helfen und unterstützen können, tun wir das. Hier geht es um Konstruktivität. Ich möchte jetzt gerne noch mal auf Ihre Vorschläge kommen, weil Sie waren ja damals, als im Juni das Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet wurde, nicht dafür, hatten einen eigenen Vorschlag eingebracht. Und Ende Juli haben Sie sich noch mal dazu geäußert und haben gesagt, na ja, eigentlich geht es doch gar nicht um ausländische Facharbeitskräfte, sondern wir müssen das Potenzial im Inland heben. Da würde ich gerne noch mal von Ihnen wissen, was ist da zu heben, was Sie in 16 Jahren Regierungsverantwortung nicht gehoben haben? Ja, Herr Rasem, das mache ich gern. Also meine Kritik ist, dass diese Bundesregierung sich de facto fast ausschließlich auf diejenigen konzentriert, die aus Drittländern nach Deutschland kommen. Ich gebe Ihnen nur mal eine Zahl. Im Jahre 2021 sind über 500.000, also gut eine halbe Million Menschen aus Drittländern nach Deutschland gekommen. Aber es sind nur 45.000 in den Arbeitsmarkt gekommen, also nicht einmal jeder Zehnte. Natürlich war da auch Familiennachzug dabei und Studentinnen und Studenten, die hier studieren wollen. Aber es sind auch viele Menschen ins Sozialsystem gewandert. Und wenn nur jeder Zehnte aus dem Drittland ins Arbeitsmarktsystem kommt, dann ist es zu wenig. Und wenn ich dann in Ihrem Beitrag höre, und das sagen ja auch viele Experten, dass jedes Jahr 400.000 kommen sollen aus Drittländern nach Deutschland, dann wird das einfach nicht funktionieren. Und ich finde, diese Bundesregierung muss auch auf das inländische Potenzial den Fokus richten. Und wenn Sie sagen, 16 Jahre, das Gegenteil ist richtig, finde ich. Wir haben damals konstruktiv die Agenda 2010 unterstützt mit Fördern und Fordern, dass derjenige, der arbeiten kann, auch eine Arbeit annehmen sollte. Ja, ich finde, muss. Und diejenigen, die aus körperlichen oder welchen Gründen auch immer nicht arbeiten können, dass die unsere Unterstützung brauchen, vielleicht sogar noch mehr als heute. Und dieses Prinzip findet beim Bürgergeld so nicht mehr statt. Allein der Begriff ist irreführend. Er suggeriert, dass jedem Menschen in Deutschland das zusteht. Ist eine steuerfinanzierte Sozialleistung. Das bezahlen Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen. Und die haben ein Recht darauf, dass wir mit dem Geld als Politik vernünftig damit umgehen. Gut, jetzt sagen Sie natürlich, das ist ja auch eine Forderung aus Seiten der Union, das hat ja auch Ihr Kollege Alexander Thom gefordert, dass man zum Beispiel die Bezieher von Bürgergeld mehr heranziehen soll. Das ist doch aber auch über Jahrzehnte, und ich kann mich erinnern, das wurde schon in den 80er Jahren diskutiert, dass man Menschen, die Sozialleistungen empfangen, heranziehen soll. Das hat doch nicht funktioniert. Wir haben doch nun mal diese Sockelarbeitslosigkeit, die wir einfach auch, wie auch in anderen europäischen Ländern, nicht loswerden. Ja, aber es ist interessant. Es gibt zum Beispiel Länder wie die Niederlande oder Dänemark. In Dänemark müssen Sie eine bestimmte Zahl an Stunden im Jahr arbeiten, wenn Sie denn arbeiten können, um die kompletten Sozialleistungen zu bekommen. Und in Niederlanden geht man sogar so weit, wenn Sie keinen Job annehmen, aber arbeiten können, müssen Sie eine gemeinnützige Tätigkeit in der Kommune annehmen. Und nach meinen Informationen, ich schaue mir das auch die Tage mal in den Niederlanden an, funktioniert das sehr gut. In den großen Städten ist es schwieriger wie Utrecht oder Amsterdam, aber es funktioniert gut. Und damals war immer das Argument, Sie erinnern sich, Herr Rasem, damals war das Argument, das gesagt wurde, wenn die jetzt gemeinnützige Arbeit machen, dann nehmen die dem Handwerk die Arbeit weg. Dieses Argument kann man, finde ich, locker vom Tisch wischen, weil die Handwerker sehr viel Arbeit im Moment haben. Und deshalb würde ich sogar prüfen, ob es nicht sinnvoll ist, dass auch gemeinnützige Arbeit zur Verfügung gestellt wird. Und das Ganze funktioniert nur, wenn wirklich Solidarität und Subsidiarität einhergeht. Das heißt, dass Menschen, die nicht mehr arbeiten können, die zum Beispiel mit 60 gar nicht mehr auf dem Bau stehen können oder 90% der Dachdecker stehen mit 60 Jahren nicht mehr auf dem Dach, dass man die vielleicht sogar stärker unterstützt als heute.
Da haben Sie gerade nochmal, finde ich, ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Das sind nämlich die Handwerker. Da fehlen uns ja auch viele Facharbeitskräfte. Und dort ist es ja jetzt zum Beispiel so geregelt, dass die Qualifikation für Facharbeitskräfte aus dem Ausland gesenkt wird. 2 Jahre Ausbildung, 2 Jahre Genau. Berufserfahrung würden schon reichen. Da waren Sie ja auch nicht mit einverstanden. Aber vielen empfinden ja beispielsweise die Ausbildung in Deutschland mit 3 Jahren als viel zu lang. Ist das nicht eigentlich mal ein Schritt, wo wir uns mehr bewegen müssten? Ja, da wäre ich offen. Da muss man mit den Kammern auch reden, inwieweit man das beschleunigen kann. Aber Sie sprechen natürlich einen wichtigen Punkt an. Es ist natürlich schwierig, wenn man sagt, 2 Jahre Berufserfahrung im Ausland reichen aus. Es muss ein Berufsabschluss da sein, aber der wird gar nicht mehr in Deutschland geprüft nach dem neuen Gesetz. Das ist schwierig. Da ist natürlich die Gefahr schon nennenswert, dass man nicht den Arbeitsmarkt sucht, sondern das Sozialsystem. Und da, glaube ich, müssen wir aufpassen. Wir brauchen Arbeitskräfte und Fachkräfte. Und wir haben ja den Vorschlag einfach mal gemacht. Warum kann man nicht mal sagen, dass jeder, der im gesetzlichen Rentenalter ist, wir werden ja die Babyboomer gehen bald in Rente, das sind Hunderttausende jedes Jahr. Ob man nicht einfach mal sagt, 1.000 oder 2.000 €, wenn man denn länger arbeitet, sind steuerfrei im Monat. Und ich bin mir sicher, es werden viele dann freiwillig länger arbeiten, vielleicht in Teilzeit, weil sie sagen, ich kann auch ein paar tausend Euro netto mehr im Jahr verdienen. Und so heben wir das Potenzial. Oder denken Sie an die 600.000 18- bis 24-Jährigen, die es gibt in Deutschland, die weder eine Ausbildung haben noch in Arbeit sind. Ich finde, fordern und fördern ist ein ganz wichtiges Prinzip, ja, eines Sozialstaates und des Sozialstaatsprinzips. Und darauf muss man Wert legen. Die CDU hat das immer getan und wird es in Zukunft auch tun. Möchte ich Sie jetzt noch mal abschließend fragen? Wir haben das am Anfang die Zahl genannt. Bis zu 400.000 Facharbeitskräfte brauchen wir jedes Jahr. Auch mit Ihren Programmen, die Sie da eben vorgestellt haben, werden wir nicht dahin kommen. Auch mit Menschen, die länger arbeiten oder junge Leute mehr zur Arbeit heranziehen oder auch beispielsweise die Bürgergeldbezieher. Ist es nicht an der Zeit, dass Sie gemeinsam mit der Regierung an einem Band, an einem Strang ziehen, damit nach außen hin die Wirkung auch aussieht, wir wollen Fachkräfte aus dem Ausland haben. Momentan ist es ja wieder so, man streitet sich wieder Opposition gegen Regierung. Müsste man da nicht eher mal auch auf die Regierung dann zugehen und die unterstützen? Herr Rasem, völlig richtig. Ich glaube, ich habe das in meiner ersten Antwort bereits deutlich gemacht, dass ich Frau Faeser viel Erfolg wünsche und wir auch gerne unterstützen und wir auch eigene Ideen haben einer digitalen Agentur. Ich meine, wir können ja auch mal die Sache umdrehen. Es gibt im Jahr, ich glaube im letzten Jahr, netto 250, 257.000 Menschen, die dieses Land verlassen haben. Davon mehr als 50% Akademiker. Also anscheinend haben wir auch nicht die richtigen Standortbedingungen. Anscheinend hat diese Regierung, ich meine das wirklich ganz vorsichtig, aber wo ist denn der Plan? Wo ist denn das Konzept von Zukunft? Wo ist denn, ich will ja gar nicht von einer Vision reden, wo ist die Agenda 2030? Und da würden wir sofort die Hand reichen, wenn es da um große Reformen geht. Aber das sieht man nicht. Und deswegen ist es auch Aufgabe der Opposition zu zeigen, was wir denn ja für Konzepte haben. Und wir haben ja 2009 bei der großen Rezession in Deutschland gezeigt, dass wir es können. Wir sind schnell wieder rausgegangen. Und diesmal habe ich den Eindruck, wenn man den Kanzler zuhört, dass er die Situation negiert, die wirtschaftliche Situation. Und das möchte ich nicht. Und deswegen setze ich mich ja für die Zukunft ein und mit Konzepten. Und das als Generalsekretär der CDU. Gut, wir müssen abwarten, wie schnell wir jetzt aus der Rezession herauskommen. Das ist jetzt momentan noch Kaffeesatzleserei. Vielen Dank, Carsten Lindemann, Generalsekretär der CDU, für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Rasem. Schönen Abend noch.